Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Einer unserer Agenten in der Unidad ist aufgeflogen. Ein Kartellmann trifft sich mit seinem Unidad-Kontakt, um seine Identität preiszugeben. Das darf nicht passieren. Folgen Sie dem Offizier und eliminieren Sie den Kartellmann. Alles klärchen. Gut. Und ja, wie ich sagen wollte, ja, willkommen zurück und wir fangen jetzt, wir machen jetzt weiter mit der Quest. Letztes Mal ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen, beziehungsweise haben wir einen kleinen Fehler gesehen. Und zwar, ich weiß nicht warum, aber die KI hat, ist von sehr schwer auf sehr, sehr schwer oder so gegangen. Und dadurch hatten wir ziemlich große Probleme. Also nicht so große Probleme wie gerade eben. Nee, aber dadurch sind die natürlich tödlicher. Also wenn die einen sehen, und die sehen einen sehr schnell dann, ist man sehr schnell tot. Also wir hatten sehr große Schwierigkeiten und vor allen Dingen, man sieht die nicht mehr auf der Minimap. Also es ist einfach komplett, ja, es ist realistisch gehalten. So. Deswegen war ich letzte Runde etwas perplex. Weil plötzlich die Leute von nirgendwo aufgetaucht sind. Genau. So. Unidad-Vogel im Anmarsch, unten bleiben. Er führt uns zum Santa Blanca-Informanten. Machen wir das sauber und nach Vorschrift. Diga, hast du diesmal was Gutes? Der letzte Tipp war Mierda. Yankee-Spion in der Unidad? Wie viele? Listo, listo. $10,000. Nein, hier geht's nicht. Wir treffen uns in der Hütte in den Bergen. Bueno. Ich frag mich, wie viele Leute Bowman hier draußen hat. Solange sie in unserem Team spielen, beschwere ich mich nicht, wenn wir sie raushauen müssen. Stimmt. Wir finden den Unidad-Hauptmann und legen den Kartellinformanten um. Feind markiert. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Aber wenn der jetzt losfährt, wie sollen wir ihn verfolgen? Wir haben kein Auto. Wir haben kein Auto. Und unser Hubschrauber ist ein bisschen kaputt. Jetzt hat er ein Auto. Ja, wie. Hey, ich sehe zwei Schützen. Wo hast du sie? Am Checkpoint. Was machen wir jetzt? Stopp, stopp, stopp. Alter, der fährt einfach weiter. Was für ein Arsch. Tja. Danke. Entschuldigung. Raus aus dem Auto sofort. Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Ohne mich weitergehen, Leute. Alles gut, fahr los. Na gut. Ach ja. Ich wusste ja nicht, dass wir den gleich verfolgen müssen. Mann. Blöd. Mit PH. Und das war echt dämlich.
will mal was probieren. Warte mal. Scharfschütze im Turm. 200 Meter, das ist zu wenig. Ich will mal kurz einen neuen Rekord aufstellen. Mein jetziger Rekord ist bei 520 Meter, glaube ich. Und ich will aber noch mehr. Sieht gut aus, kommt. Auf dem Gipfel sind es wahrscheinlich 5,5. Sorry, da müsst ihr jetzt durch. Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe. Also. Ja. Ich werde mich auf jeden Fall einschießen. Auf den Gipfel. Auf den Gipfel kann ich hier das ja machen. Meter. Wie, der ist weg. Wie, hä? Wieso ist er weg? Oder war der da gar nicht? Doch, da ist er. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Der wird ja gar nicht gegen... Ach, warte mal. Grafik. Sichtweite sehr hoch. Geht nicht weiter. Das heißt, ich kann den... von hier aus nicht schießen. Das ist ja voll Banane. Hä? Seit wann ist... Wow. Wow. Wir können weiter. Scheiße. Oh Mann, das war jetzt echt alles unnötig. Seit wann ist denn das? Das war auch nicht von Anfang an. Ich meine, ich habe eine aus 520 Meter gemacht. Erschossen. Wieso werden die Texturen jetzt nicht geladen? Hallo. Scharfschütze im Turm. 500 Meter. 520, 530, 35, 40, 50, 60. Ich will 600. 90, komm mal. 600, super. Gut. So, also 600 Meter. Nein, das ist zu...
Dann wollen wir mal. Nochmal nachladen. 600 Meter, Jungs. 600 Meter. Er ist weggegangen. Was ist das? Scheiße, meine Nerven, Mann. Oh, Scheiße. Oh, wieso ist er weggegangen? Aber 600 Meter ist der unterste Strich. Na schön. Ah, und das mit der, dass die Grafik erst so spät lädt, das ist echt. Schau mal, was ist da los? Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich sehe ein zweites Ziel. Was ist das? Das ist echt komisch. Okay, aber maximal kann ich 600 Meter sehen. Das ist, ja. Finde ich nicht so geil. Aber okay. Aber ja, das Spiel ist schon ein bisschen älter. Aber trotzdem, also. Das ist eigentlich. Also, normalerweise ist das nicht so. Finde ich. Gut, auf jeden Fall müssen wir jetzt, wir brauchen ein Auto. Wir brauchen ein Auto. Da steht ja eins. Hier sind Tangos, ziemlich nah. Und das macht drei. Bestätige, Ziel ist der Unidad-Kontakt. Ja. Er führt uns zum Santa Blanca-Informanten. Machen wir das sauber und nach Vorschrift. Diga, hast du diesmal was Gutes? Der letzte Typ war Mierda. Entschuldigung. Yankee-Spion in der Unidad? Wie viele? Listo, listo. $10,000. Nein, hier geht's nicht. Wir treffen uns in der Hütte in den Bergen. Bueno. Gut. Ich frag mich, wie viele Leute Bowman hier draußen hat. Solange sie in unserem Team spielen, beschwere ich mich nicht, wenn wir sie raushauen müssen. Stimmt. Wir finden den Unidad-Hauptmann und legen den Kartellinformanten um. Wartet, ich fahre. Vorwärts, ich bin hinter dir. So, jetzt warten wir mal kurz, dass er losfährt. Dum-dum-dum. Hä? Auf dein Zeichen, Boss. Hallo. Wieso gejagt? Zu weit entfernt, das sind 300 Meter. Wir haben ihn einen Peilsender. Ein Geheimnis. Warte, wie er schnell. Oh. Ja, dann fahren wir mal auf der Straße, meine Güte. Ich wollte da eigentlich nicht fahren, weil da waren Außenposten. Aber ist ja egal. Okay, es ist alles gut. Hm.
Switcht das immer zwischen die Jagd und nix und... Zum Glück hat er keine Rückspiegel. Ja, wobei so ein Buggy hier in den Bergen ist, glaube ich, nicht so auffällig. Können Sie den Informanten des Kartells. Drohne fliegt. Ich sehe den Santa Blanca Informanten. Erledigen wir ihn. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Dem sind es fünf. Markiere Feind. Die Uhr hier vorne muss noch weiter. Es geht ziemlich was ab. Da sind ziemlich viele. Das war knapp. Runter, die werden dich sehen. Ich gehe in Position. Eine gute Position. Moment, such eine gute Schusslinie. Ich habe das Ziel. Sekunde, geh in Position. Roger, Ziel markiert. Bereit für den Angriff. Tango ist tot. Wir haben ihren Amigo gefunden. Mist. Der Leutnant will abhauen. Ich nehme die Pferde unter Feuer. Sofort weg da! Hey. Ich kann mit dem nichts machen, ne? Ziel erledigt. Der Kartellinformant ist tot. Unsere verdeckten Ermittler sind sicher. Soll ich den erschießen? Ah, nee. Nee. Ich wollte den eigentlich da rausziehen. Aber... Naja, dann bin ich mal hinten eingestiegen.
Das ist auch cool. Wir haben den Standort eines Care-Pakets. Sehen wir mal nach, ob es noch da ist. So, gut. Das war Nummer 1. Ja, das ist ja gleich da vorne. 400 Meter, komm. Das laufen wir mal kurz zu Fuß. A todas las unidades, comiencen el ataque. Naja. So. Ist ja wirklich ein Nonstop. Das war's. Alle okay? Helikopter in der Luft. So. Oh, verdammt, das ist Unidad. Feldaktivität. Dann müssen wir mal schauen, dass wir die... Hab noch einen Tango. Aber ein drittes Ziel. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hier ist Ziel Nummer 5. Ich sehe einen Scharfschützen. Drei, sechs. Dann schauen wir mal, was wir mit denen anstellen können. Die zwei können wir auf jeden Fall schon mal töten. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Geh in Position. Ich suche eine bessere Position. Moment. Such eine gute Schusslinie. Ziele fast. Ziele fast. Auf dein Zeichen, Boss. Greife jetzt an. Ein Drecksack weniger. Schön. Schön, Jungs. Meine Seite ist sauber. Oh, kann ich gebrauchen. Glaube ich auch. So, 4A1. Ich nehme mal das da, probiere das mal auch. Dann Abzug, vollautomatisch. Halbautomatisch Feuerstoß, nee. Magazin, das können wir bald machen. Genau. Unterlauf. Laser. Entfernungsmesser. Das kommt dann bald. Lauf, Langlauf. Das ist ein bisschen mehr Schadenmündung. Schalldämpfer natürlich. Nein, Farbe. So. So, das gefällt mir. Hat es. Ja, naja, doch. Das passt schon. Gut, dann als nächstes werden wir. Jetzt sind wir hier. Was ist da drüben? Sturmgewehr. Was ist da oben? Da ist der Entfernungsmesser. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht. Auch nicht wirklich. Wir brauchen ein Entfernungsmesser.
Und das ist 1000 Meter in dieser Richtung. Ja, Hubschrauber wäre jetzt geil. Wir nehmen mal kurz einen Buggy. Die sind eigentlich auch immer ziemlich cool. Los geht's. Na los, bin gleich bei dir. So, schön Buggy fahren. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Hier. Weg. Nein. Okay, es hat überlebt. Oh, da ist ein Baum. Ziel gesichtet. Noch ein dritter. Das macht fünf. Bereit? Feuer! Okay. Feuer! Sind entsichert. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Du siehst scheiße aus. In Deckung. Ja, töte die halt. Granate fliegt. Hab ihn. Ich wollte eigentlich nur den Hubschrauber. Ich mach das, ich fliege. Oh. Bist du verrückt? Drauf. Ja, was für verrückte Leute hier. Aber was haben die 10 Leute da im Wald gesucht? Na, egal. Bellenunterschlupf. Ja, das ist ja geil. Oh, die sind alle tot. Okay, das ist nicht so geil. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Nett. Wir setzen ein Zeichen, damit die ja. Entfernungsmesser. Eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Gut. Dann. Genau, das machen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Schalldämpfer, Scharfschützen, Magazin, genau. Gut, dann würde ich sagen, es ist schon wieder 30 Minuten und ja, den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.